SPD-Fraktion das Wort. Was? Sehr geehrter Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Vorsitzende der SPD, Frau Esken, hat vor nicht allzu langer Zeit getwittert, dass in Deutschland alle 11 Minuten eine Menge an Vermögen übertragen wird. Wenn ich mir die Politik der Großen Koalition der letzten Monate anschaue, fällt mir ein ganz anderer Tweet ein. Alle 11 Minuten fallen Union und SPD eine neue Steuer ein oder ein neuer Weg, wie sie die Mitte in dieser Gesellschaft belasten können. Ob Solidaritätszuschlag bei den Kapitalerträgen, ob Verlustverrechnung, ob Freibetrag bei der Grunderwerbsteuer. Überall wird der Sparer belastet. Eigenverantwortung und Vorsorge haben keinen Platz in der Großen Koalition. Mit einem Ziel, Staat vor Privat. Und mit der Finanztransaktionssteuer ist jetzt noch mal der Sparer dran, meine Damen und Herren. Als Robin Hood-Steuer sollte die Finanztransaktionssteuer die Finanzmärkte zähmen. In der Scholz'schen Version einer Aktiensparersteuer ist nichts mehr davon übrig geblieben. Im Gegenteil, jeder, der privat vorsorgt, in Aktien oder Fonds zahlt sie mehrmals. Die Großen, die Professionellen, die gehen in Derivate. Ein Subventionsprogramm für Derivate. Gestern hat es der Wissenschaftliche Beirat des Finanzministeriums noch mal auf den Tisch gelegt. Diese Finanztransaktionssteuer, sie stabilisiert nicht, sie destabilisiert. So, also ist aus der Robin-Hood-Steuer eine Anti-Robin-Hood-Steuer geworden. Sie ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, und sie trifft nicht nur die Falschen. Nein, die Belastung ist auch viel höher, als man uns vormachen möchte. Es sind nicht 0,2%, die einmalig anfallen. Niemand hält eine Aktie über 30 Jahre. Fonds werden umgeschlagen. Das ist richtig. Das ist Risikovorsorge. Privatpersonen wie Fonds tun das. Und berechnet man realistische Szenarien, dann kostet die Steuer rund 10% des Endwertes. Scholz nimmt es den Bürgern, gibt es dem Reichen, nämlich dem Staat, meine Damen und Herren. Und zu diesem Ergebnis kommt auch ein wissenschaftliches Gutachten, das wir in Auftrag gegeben haben, weil die Bundesregierung kein Interesse daran hatte, die Folgewirkungen abschätzen zu lassen. Österreich kommt zum gleichen Ergebnis. Diese Aktiensteuer belastet Kleinanleger, Realwirtschaft und Altersvorsorge. Sie belastet die Eigenkapitalaufnahme von Unternehmen, und das, obwohl wir starke Unternehmen mit starkem Eigenkapital wollen, ein Schlag gegen das, was wir wollen, nämlich die Kapitalmärkte zu stärken. Das Einzige, was diese Steuer noch in dieser Form kann, ist Einnahmen für die Staatskasse zu generieren, und das nur, weil der Koalition das Geld für die Ausgabenwünsche ausgeht. Ich erwarte heute in dieser Debatte von der Union, liebe Frau Tillmann, lieber Herr Dr. de Maizière, ich frage mich, ob Ihr Presseartikel von letztem Jahr noch gilt, dass diese Aktiensteuer ein Etikettenschwindel ist. Ich erwarte heute von Ihnen, wie Sie sich positionieren, ob Sie nachgeben werden und ob Sie das, was ja auch schon durch die Medien ging, einen nationalen Alleingang ermöglichen werden. Die Sparer sind nicht dazu da, die Wahlversprechen der Großen Koalition zu finanzieren. Es gibt auch eine Solidarität mit denen, die unser Land finanzieren. Ich war auf einigen Neujahrsempfängen, und dort sagte jemand zu mir, ich spare, ich betreibe Eigenvorsorge. In den letzten Monaten habe ich keinerlei Unterstützung von dieser Bundesregierung bekommen. Wir Freie Demokraten möchten es den Menschen ermöglichen, eigenständig Vermögen aufzubauen. Wir möchten ihnen den Respekt zeigen vor der Leistung, die sie tätigen. Und wir möchten diesen Menschen im Deutschen Bundestag auch wieder eine Stimme geben. Stärken Sie mit uns die Aktienkultur in diesem Land. Nehmen Sie hier und heute Abstand von der Aktiensparersteuer. Vielen Dank. Vielen Dank, Frau Kollegin Stark-Watzinger. Das Wort hat nunmehr für die CDU-CSU-Fraktion die Kollegin Antje Thielmann.